Gipfelgespräch, zweiter Teil. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Gipfel ist zu Ende, deswegen sind wir hier ein bisschen, haben uns zurückgezogen, wo wir nachher die ganzen Stücke schneiden. Daraus haben wir ein kleines Studio gemacht. Und jetzt beginnen wir mit der Einzelkritik, die ganz wichtig ist. Fangen wir mit dir an. Du hast lange in Indien und über Indien berichtet. Modi, ist das jetzt der neue Superstar auf der Weltbühne? Ja. Er fühlt sich ganz sicher so, die Inder sehen, viele Inder sehen ihn ganz sicher so. Man muss ja auch fairerweise zugeben, das ist ein großer Erfolg, den er hier zu verbuchen hat. Er hat 20 Stimmen gesammelt, also Einstimmigkeit letzten Endes, bei der Gipfelerklärung und das hat vorher nicht jeder geglaubt. Stichwort Erfolg, Stichwort Superstar. Er ist ein bisschen älter. Joe Biden sieht sich natürlich als Superstar. Wie ist es gelaufen für ihn? Ich glaube, der freut sich gerade wie Bolle, weil das, was er vor 3 Jahren versprochen hat, nämlich Amerika ist zurück und man muss Butter bei die Fische tun, also den Worten auch Taten folgen lassen, das scheint sich, Stichwort Eisenbahnprojekt, scheint sich abzuzeichnen. Und das Zweite ist, er freut sich auch, dass er Modi so, ich sag mal, striegeln betütern konnte, weil er damit natürlich ein Signal nach Peking sendet, dass da ein anderer globaler Leader ist und man den Xi Jinping nicht unbedingt immer als allerersten sehen muss. Andi berichtet aus dem Hauptstadtstudio und Scholz ist ja nicht unbedingt immer der Auffälligste bei solchen Gipfeln, aber diesmal mit der Augenklappe war er irgendwie der optische Star. Wie ist es für ihn gelaufen? Wenn man es misst an den Erwartungen, wie es Scholz tut, dann war es ein Erfolg. Wenn man es misst am Ergebnis, wie es der Rest der Welt tut, dann war es eine Enttäuschung. Also die G20 haben es nicht wiederholt, was sie in Bali gemacht haben, Russland klar verurteilt. Und dass der Mann mit der Augenklappe, dass Scholz das als Erfolg verbucht, kennen wir von ihm, auch wenn wir die Augenklappe noch nicht so sehr kennen. Gehen wir ein bisschen jetzt ins Detail. Du hast gesagt, das ist ein großer Erfolg für Modi, weil er 20 Stimmen gesammelt hat. Worin besteht der Erfolg? Was war die Gefahr aus Sicht der Inder? Und worin ist jetzt das, was ihm gelungen ist? Zu scheitern wäre das Schlimmste gewesen. Die sind mit der klaren Vorgabe in den Gipfel gegangen, wir wollen das alle unterschreiben am Ende. Nicht nur 18 und 2 sich vielleicht irgendwie rausmauscheln, Russland, China hätten das sein können. Oder dass es Formulierungen gibt, die das alles wieder abschwächen, wie man es auch aus Bali kannte. Dass die meisten zustimmen oder dass im Grunde alle zustimmen. Sie wollten eine klare Formulierung haben. Das haben sie geschafft. Natürlich ist das Diplomatie, das ist auch irgendwie wie ein Spiel. Das heißt, da wird am Text dann so gefeilt, dass eben 20 den tragen können. Natürlich muss man ihn dafür entschärfen. Aber für Modi war wichtig zu zeigen, ich kann das schaffen, ich kann die zusammenbringen. Und das ist ja in diesen Zeiten wirklich keine Selbstverständlichkeit mehr. Ist er denn in irgendeinem Lager oder kann er sie zusammenbringen? Und dann kommen wir gleich auf Joe Biden zu sprechen, weil er halt in keinem Lager ist. So, die Optik war ja sehr herzlich zwischen Biden und Modi. Wie ist da das Verhältnis? Das ist sicher gut. Ich glaube aber, Modis Strategie ist klar. Er will nicht in einem Lager stehen. Er möchte genau diese Position haben. Insofern war das alles Wasser auf seine Mühlen. Der zu sein, der guckt, mit wem geht was? Wo bin ich? Wie kann ich das ausloten? Wie kann ich die miteinander verknüpfen und verbinden? Was ihm natürlich auch geholfen hat, glaube ich tatsächlich, ist, dass der Chinese nicht da war. Das ist etwas, was ihm letzten Endes gefallen dürfte. Vorher hat man gesagt, na, ist das nicht ein Affront gegenüber Modi? Ich glaube, der war ganz zufrieden damit. Also insofern hatte er die Bühne für sich, er hat sie gut genutzt. Und ich glaube, er hat auch Punkte gemacht bei vielen anderen Teilnehmern. Und das hat der Chinese in Abwesenheit nicht machen können. Der Chinese war nicht da, sprich Xi Jinping. Du berichtest ja sehr lange aus Amerika. Hat Joe Biden diese Lücke nutzen können? Hat er überzeugt oder hat man doch auch ein bisschen gesehen, dass der Chinese im Hintergrund vielleicht doch da war? Also ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, als Joe Biden angetreten ist, 2021 hatten wir ja ein paar Gipfel, G7 und G20 und da ist er ja angetreten und hat allen gesagt, America is back, nachdem Trump jetzt weg war. Und alle haben den Kopf geschüttelt und gefragt, ja, wie lange denn eigentlich? Und er hat allen damals gesagt, Leute, wir müssen den Worten Taten folgen lassen, weil nur dann können wir beweisen, dass die Demokratien besser sind als die autoritären Regime. Das sage ich jetzt vorweg, weil der muss jetzt das Gefühl haben, dass die anderen es kapiert haben. Er selber fängt an zu liefern. Nochmal das Stichwort dieser riesige Eisenbahn, Schiffsverkehr, Ölpipelines, Unterseekabel für Telekommunikation zwischen Indien, Nahost inklusive Saudi-Arabien und Europa ist ja Butter bei die Fische. Übrigens gibt es einen ähnlichen Deal in Sachen Eisenbahnverkehr, der auch hier verhandelt wurde, Simbabwe, Angola. Auch das sind ganz konkrete Dinge. Das heißt,
Er tut was dazu, aber die anderen ziehen mit, das, was er 2021 versprochen hat, Build Back Better World, weil nur so kann man im Grunde genommen die Demokratie am Ende erhalten. Das scheint hier zu resonieren. Deswegen fährt er wahrscheinlich ziemlich zufrieden nach Hause und Xi Jinping steht an der Seite und schaut zu. Für mich, darf ich ganz kurz noch mal sagen, wenn du sagst, immer Butter bei die Fische, dann muss das jetzt allerdings auch erst noch kommen, glaube ich. Absolut. Wir reden, also die Diplomaten feiern sich dafür, dass sie Memoranden unterschrieben haben. Das ist aber natürlich bestenfalls das unterste Level einer solchen Entwicklungsgeschichte. Also da sind wir noch ganz am Anfang. Und gerade die Schwellenländer, die wollen, dass was passiert. Ja, und absolut. Hier ist noch mal ganz wichtig, wir waren ja alle schon auf vielen Gipfeln und jedes Mal kommt eine Abschlusserklärung heraus, wo wir das Ende am Ende das Gefühl haben, das ist jetzt, ich erinnere mich 2019 mit Trump, ich glaube es war Osaka, ein 13-seitiges Geschwurbel, haben wir alle übereinstimmend gesagt. Und da waren Formulierungen mit so viel relativierenden Nebensätzen drin, nur weil man den kleinen gemeinsamen Nenner finden musste, dass am Ende eigentlich nichts dabei rauskam. Der war eigentlich gescheitert. Aber das immer von einem Gipfel zu erwarten, dass hier 20 sitzen, die konkrete Aktionen und Maßnahmen beschließen, die dann morgen umgesetzt werden, ist illusorisch. Die sind dazu da, das Framework, den Rahmen zu schaffen, damit jeder einzelne Staat etwas tut in Sachen Kampf gegen den Klimawandel, in Sachen wirtschaftliche Perspektive für ihre Menschen. Und da habe ich schon das Gefühl, wenn wir es nur nach der Abschlusserklärung beurteilen, können wir sagen, es ist ein Misserfolg, weil Ukraine hätte viel stärker sein müssen, aber ich glaube, entscheidend ist das, was die hier tatsächlich konkret beschlossen haben. Die müssen es jetzt auch machen, diese großen Infrastrukturdeals und Ähnliches. Ich würde gerne die Euphorie ein bisschen bremsen von Elmar. Und es ist toll, dass du so viel Energie hast. Das weiß, habe ich nicht immer bei Joe Biden gesehen, ehrlich gesagt. Aber es sind Riesensummen, Riesenankündigungen gemacht worden. Du sagst zu Recht, jetzt muss was kommen. Und das ist strategisch klar, will man anfüttern, damit die nicht ins chinesische Lager gehen. Aber wenn man auch den deutschen Bundeshaushalt anguckt, wenn man anguckt, welche Zwänge Olaf Scholz hat, wo kommen denn auf einmal diese ganzen Muskeln her, die man hier spielen lassen hat? Naja, die Deutschen haben ja nicht so ein riesiges Infrastrukturprojekt angekündigt, aber und die Deutschen versuchen es auf eine andere Art. Also Scholz hat es ja vor allen Dingen diplomatisch versucht. Er hat sich im Prinzip im letzten Jahr total zum Anwalt gemacht des globalen Südens. Wir erinnern uns, wir waren letztes Jahr G7-Vorsitz als Deutschland. Und Scholz hatte ja nach Elmau zum deutschen G7-Gipfel Modi geholt. Er hat Ramaphosa geholt. Er hat mit Lula gesprochen. Er ist rumgereist wie verrückt. Und ich glaube, jetzt sehen wir diese Ergebnisse auch und auch die unterschiedlichen Ergebnisse. Beim G7-Gipfel in Japan hat man schon gesehen, da war ja Selenskyj als Gast da, dass Modi auf Selenskyj zugegangen ist und ihm die Hand gegeben hat. Lula sollte sich mit Selenskyj treffen, dieses Treffen kam aber nicht zustande, danach haben sie sich gegenseitig beschimpft. Und ich finde, das sehen wir jetzt auch hier, das sind jetzt die Ergebnisse, das sind auch die Ergebnisse von Scholz seiner Arbeit. Es hat bei dem einen ganz gut geklappt, bei Modi, und es hat bei dem anderen überhaupt nicht funktioniert, bei Lula, was noch interessant wird, weil ja Lula im nächsten Jahr G20-Vorsitz hat. Der Gipfel wird in Brasilien sein und Lula hat heute schon gesagt, ach, wenn der Putin kommen will, der kann kommen, den verhaften wir nicht. Also umso wichtiger ist das, was du sagst, dass diese Butter bei die Fische auch wirklich kommt und egal, was es kostet. Ja. Bevor wir nochmal auf Putin, auf die ganz zentrale Rolle kommen und auch auf die Ukraine, nochmal zu diesen Ankündigungen, wenn ich das ein bisschen als Europakorrespondent sagen darf, gibt ja dieses große Wort von Global Gateway, das ist ja auch so eine Initiative, die gegen die chinesische Seidenstraße gerichtet ist, 300 Milliarden stehen da im Raum und wenn du mal genau guckst, ist das viel Hot Air, viele, viele heiße Luft. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht übertuschen soll, dass eigentlich die westliche Welt in vielen Punkten sehr zerstritten ist. Diejenigen, die hier auf der Bühne stehen, sind alle irgendwo auf der politischen Intensivstation oder auf dem Emergency Room. Also wie stark ist wirklich der Westen und wie substanziell sind diese Versprechen? Das liegt in unserer Hand. Also wenn die Europäer 300 Milliarden versprechen und fangen an, nur alte Projekte, die vor 10 Jahren schon angefangen haben, da reinzurechnen, dann sind die anderen nicht doof. Die sehen das. Die wissen, dass sie wieder im Grunde genommen, ich will so ein scharfes Wort nicht verwenden, aber auf den Arm genommen werden. Man könnte noch was Schärferes sagen. Ja. Nur wenn sie wirklich neue Projekte anschieben, durch die sich das Leben der Menschen selbst in einem Land, wie das vielleicht autoritäre Züge hat, in Ägypten oder im, das keine autoritären Züge hat, Senegal oder Ruanda in Afrika oder andere Länder, wenn sich das Leben für die Menschen verbessert, das ist das, was die Anführer dieser Staaten wollen.
Nur wenn wir das liefern, haben wir eine Chance in dieser Auseinandersetzung mit China und anderen, weil sonst machen die die Deals. Und deswegen nochmal, am Ende ist ja so, wir gucken immer auf das Papier und jede einzelne Formulierung ist uns wichtig. Aber mal ernsthaft, wenn jetzt drin gestanden hätte, dass die G20 sich einigen, das war eine russische Aggression da in der Ukraine, hätte das irgendwas für die Ukraine verändert? Es verändert sich doch für die Ukraine nur etwas, wenn sie die Waffen geliefert bekommen, damit sie eben in der Lage sind, diesen Krieg am Ende für sich zu entscheiden. Aber es ist irgendwie eine schreckliche Vorstellung, was du sagst, weil das heißt ja, dass wir im Prinzip uns in einen Wettlauf mit China begeben, um diese Länder zu kaufen. Also es geht ja bei den Argumenten, die du bringst, überhaupt nicht um Russland oder die Ukraine. Es geht darum, die sollen was kriegen, die wollen von uns eine Brücke haben, die wollen von uns einen Flughafen haben und eben nicht den Vortrag. Ja, aber es geht nicht darum, wie früher, also die, ich sag mal, ehemaligen Kolonialmächte oder die reichen Europäer geben Entwicklungshilfe. Und dann versandet das nach ein paar Jahren wieder, sondern es geht um gemeinsame Projekte auf Augenhöhe. Du kannst das noch viel besser beurteilen. Ich meine, China ist in Länder hier in Asien reingegangen, Malaysia und andere, hat nur große Schulden hinterlassen und Eisenbahndeals, die in die Hose gegangen sind, wo heute noch keine Eisenbahn ist. Einmal ganz kurz nochmal, weil ich da einen Punkt, danke Norm, komm sofort. Nochmal die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Politik. Ankündigungen, sie sind bei der Welt. Wenn du dir anguckst, diesen jämmerlichen Abzug der Amerikaner aus Afghanistan. Das sagt doch die Welt. Sobald die irgendwie das Gefühl haben, dass es gegen amerikanische Interessen spricht, sind die schneller weg, als du gucken kannst. Absolut. Die bauen aus einem Trümmerhaufen, den sie selber verursacht haben, gerade auf. Ob das klappt, weiß keiner. Aber nur mal ein Beispiel. Gestern wurde hier auch beschlossen, die Reform von Weltbank und Währungsfonds. Neue Milliardensummen, die zur Verfügung gestellt werden müssen von den reichen Ländern, damit eben über die Entwicklungsbanken solche Projekte finanziert werden. Das ist was ganz Konkretes. Das ist hier noch nicht tatsächlich umgesetzt, aber wir werden im November beim IWF und der Weltbanktagung in Marrakesch werden wir sehen, ob quasi die Systematik sich verändert und es einfacher wird, dann eben diese Gelder zu mobilisieren für ein neues Stromnetzwerk in Südafrika, wo beispielsweise gerade die komplette Stromversorgung in Teilen zusammenbricht. Also das sind konkrete Dinge und klar, wir können sagen, die werden gekauft, aber am Ende ist es nicht, weil man einem Machthaber noch Geld in die Taschen schaufeln will, Stichwort Korruption, sondern weil das Leben der Menschen sich verbessert und daran messen die Menschen, ob wir es ernst meinen, weil sonst machen sie es mit den Chinesen zusammen. Verspricht natürlich original Xi genauso, ja, dieses Versprechen. Absolut. Und ihr müsst nicht mal unsere Werte übernehmen, ihr kriegt einfach nur unser Geld und es muss sich lohnen. Deshalb an die heißbegehrten Normen, Dein Land, Indien. Wie ist das? Ist ja eine Demokratie. Haben hier unsere Werte irgendeine Bedeutung oder geht es bei Modi wirklich darum, wer hilft mir am schnellsten, das Land reich zu machen? Reich zu machen, davon sind wir ja ein Stück weit entfernt. Ne? Es geht ja hier. Einige. Viele, viele. Das Wort mit dem das Kaufen, Andi, das ist mir auch viel zu hart, ehrlich gesagt. Weil das blendet meiner Meinung nach aus welcher Perspektive diese Länder kommen. Es gibt da viel Nachholbedarf. Es gibt hier viel Armut. Es gibt verständlicherweise viele Projekte, die herangezogen werden müssen, die vorangetrieben werden müssen, um diese Leute aus der Armut zu holen, die Länder zu entwickeln. Das ist ein Interesse, was man nicht einfach so als wir lassen uns kaufen abtun kann, sondern das sind lebenswichtige Projekte oftmals für diese Länder. Und deshalb ist es wichtig, dass die passieren. Und Modis Interesse ist natürlich, wie alle anderen Anführer ihrer Länder das auch sehen. Wir wollen, dass für unsere Länder was passiert, dass sich was entwickelt. Wir brauchen dafür Hilfe. Er ist zwar jemand, der sagt, wir sind sehr, sehr stark, aber er ist nicht blind, er ist auch nicht dumm. Und er weiß, dass er das alles nur mit Hilfe aus dem Ausland erreichen kann. Insofern ist ihm das alles sehr recht. Zählen Werte für ihn? Ja, aber natürlich sollten wir nicht unseren Katalog jetzt gleich wieder anlegen. Er ist natürlich jemand, der auch sagt, wir haben unsere Werte, wir haben unsere Prinzipien, das ist uns wichtig. Aber die Ziele sind schon auch ganz klar, Indien nach vorn zu bringen. Bevor ich die anderen fragen würde, wie verlässlich sind die Partner, die neuen, die wir haben oder die wir versuchen zu bekommen, ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr über den Modi erfahren, weil du hast das letzte Mal, als wir im Auto gefahren sind, durch den Verkehr das so schön beschrieben. Was ist das? Ist das ein Demokrat? Ist das ein Nationalist? Oder was baut er auf? Und welche Biografie hat er auch?
Ja, wenn du das ihnen mal ein bisschen beschreiben könntest, weil wir nicht oft die Gelegenheit haben, so intensiv auf diesen faszinierenden Mann zu gucken. Er ist faszinierend, er ist ja auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Er kommt aus kleinen Verhältnissen, hat sich hochgearbeitet und das nötigt hier auch vielen Respekt ab. Also viele denken noch immer, das ist einer von uns, der es geschafft hat, der den Weg gegangen ist vom kleinen Teeverkäufer, wo er auch mal ausgeholfen hat in der Familie, dann sich hochgearbeitet hat, studiert hat, bis hin zum Regierungschef. Und das, sagen viele, ist doch etwas, wo wir den Hut vorziehen. Also der Mann hat Charisma, der ist rhetorisch sehr beschlagen, er weiß, wie er die Leute ansprechen muss, sie mitnehmen muss. Was mir immer zu kurz kommt, wir reden dann oft darüber, auch bei früheren Besuchen des Bundeskanzlers hier, was Indien für Chancen bietet. Es wird selten geguckt, was ist das für ein Partner, mit dem wir uns einlassen. Und da muss man innenpolitisch schon mal sagen, das ist ein Nationalist, das ist eigentlich ein Ultranationalist, ein religiöser Hardliner. Hinduismus ist das, was für ihn zählt. Minderheiten, Muslime, auch Christen haben es zunehmend schwer in diesem Land. Es gibt viel Gewalt und das ist nicht von ihm loszulösen und seiner Partei. Hast mir das Stichwort gegeben, sieht der Bundeskanzler, sieht die Bundesregierung, was das für ein Partner ist? Oder ist man da ein bisschen naiv? Also ich bin ja nicht die Bundesregierung, aber... du kennst ja, genau. Ja, natürlich wissen die, was das für ein Partner ist, aber was den Wert so einer Erklärung betrifft, ja, also wir reden jetzt davon, Butter bei die Fische und wir müssen da, ob man es jetzt kaufen nennt oder überzeugen nennt oder so, ich finde schon, dass es ein Unterschied, dass auch so eine Erklärung wichtig ist, weil wir sehen ja jetzt zum Beispiel gerade, wie Russland sich so langsam zurückrobbt auf die Weltbühne über solche Erklärungen. Beim letzten Gipfel in Bali ist Lavrov noch eher abgereist, heute bleibt er bis zum Ende und steht da auch relativ selbstverständlich rum. Beim nächsten Mal ist dann vielleicht schon wieder Putin dabei oder so. Die Bundesregierung kennt das Dilemma, natürlich, aber sie kann es nicht lösen. Ja. Andi, ist dann nicht doch das Entscheidende, nicht was hier in irgendeiner Erklärung an drei Worten drin steht, sondern das Entscheidende ist, ob die Bundesregierung Waffen liefert an die Ukraine, die dafür sorgen, dass ein Punkt erreicht wird in diesem Krieg, dass Putin am Ende vielleicht doch verhandeln muss und von den Maximalfordern abrückt. Das ist doch eigentlich der Punkt, oder? Das ist der Punkt beim Thema Ukraine, wo es eine Glaubwürdigkeitslücke gibt. Und das ist auch der Grund oder der Punkt bei den anderen Themen, die du angesprochen hast, wo du sagst, Verlässlichkeit, können wir uns auf den Westen denn überhaupt verlassen? Es werden wirklich extrem viele Erklärungen nach extrem vielen Gipfeln unterschrieben. Aber zum Beispiel beim Klimaschutz ist Deutschland in diesem Jahr zum ersten Mal erfüllt Deutschland die Verpflichtungen, die es schon vor Urzeiten unterschrieben hat. Ich will gar nicht über das 2%-Ziel reden, wo Scholz in seiner Zeitenwende-Rede gesagt hat, das wird ab sofort erfüllt, wird jetzt dieses Jahr wieder nicht erfüllt, jetzt soll es nächstes Jahr erfüllt werden. Aber könnte man jetzt noch zig andere Sachen nennen. Lass uns gleich noch über das Klima reden, ob das hier ein guter Gipfel oder ein schlechter war. Ich würde noch einmal auf diese Wertedebatte kommen, weil natürlich jenseits der Waffenlieferung, die Bundesregierung macht, die Indier helfen den Russen, die Chinesen helfen den Russen, die ganze Welt hilft den Russen, wenn man es praktisch guckt, jenseits was in dieser Schlusserklärung steht, indem sie Energie kaufen, indem sie sich Atomkraftwerke machen lassen. Also am Ende ist es auch eine Frage, wo steht man? Lavrov, der hier war, Scholz, der ihm nicht die Hand gibt. Ist das eigentlich auf die Dauer zu vermeiden, mit denen zu reden oder sich zu zeigen, über die ja der Frieden geht, ist das eine wirklich schlaue Strategie? Das tut er ja auch nicht. Also er hat jetzt auf diesem Gipfel Lavrov nicht die Hand gegeben. Aber wenn du guckst, wie viele Politiker haben Lavrov als Kriegsverbrecher und auch Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet, das hat Scholz nie getan. So oft er gefragt wurde, da ist er mal ausgewichen. Scholz telefoniert regelmäßig mit Putin. Er hatte auch vor, jetzt gerade mal wieder mit ihm zu sprechen. Da kam dann der Prigozhin-Abschuss dazwischen. Also das tut er nicht. Das tun andere. Und die Frage ist, ob das wirklich klug ist. Aber Scholz hält sich da wirklich alle Möglichkeiten offen. Wenn ich auch darf, die Amerikaner. Man hat ja das Gefühl, die Welt nicht am Abgrund, aber es ist eine sehr kriselnde Welt und die Leute sind nervös. Wo sind die, die Lösung finden, die miteinander reden? Sind die Amerikaner an den Russen dran? Sind sie an den Chinesen dran? Oder ist man eigentlich noch in der Position, wo man sagt, der Konflikt, der nutzt mir noch. Ich kann noch neue Bündnisse schmieden und warte mal, wie die Sache sich sortiert. Also arbeiten wir genug für den Frieden.
Also ich kann schwer beurteilen, ob es sonst Zynismus im Weißen Haus gibt, dass die sagen, lass den doch nochmal weitergehen, den Konflikt, weil es nutzt uns ja in der Auseinandersetzung. Was natürlich neutral stimmt, dass der Ukraine-Krieg der beste Beleg für Joe Biden war, für seine These, dass wir uns in der großen Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus befinden. Trotzdem glaube ich am Ende eher, denen ist nicht daran gelegen, den Konflikt langfristig zu verlängern, sondern denen ist daran gelegen, dass wir die Dinge, die alle bedrohen, möglichst bald endlich mal in den Griff bekommen und am liebsten gemeinsam, übrigens auch mit China. Deswegen handelt man fröhlich weiter mit China und redet ganz viel mit China. Blinken war da, Raimondo war da, Tai war da und andere sind da gewesen. Obwohl man sich über andere Sachen noch heftig streitet, redet man weiter. Gestern Abend hat Joe Biden Mohammed bin Salman die Hand gegeben. Und alle schreien gleich, boah, und ist wie kann man nur, das ist ein Mörder, der hat den Khashoggi und so weiter. Und das ist richtig, das ist er. Aber trotzdem ist es für die Amerikaner auch wichtig, gerade mit Saudi-Arabien zu reden. Aus zwei Gründen. Saudi-Arabien soll sich aussöhnen mit Israel. Was wäre das für ein grandioser Erfolg, wenn man das vorantreiben kann? Eine Anerkennung und eben die Aussöhnung zwischen Saudi-Arabien und Israel. Und parallel, Saudi-Arabien soll mithelfen bei diesen großen Infrastrukturprojekten. Und Sie da, gestern haben Sie es gemacht. Sie saßen mit am Tisch dabei. Also ich glaube, wir müssen verstehen, das große Fernziel zu erreichen, geht nicht mit einem Fingerschnippen, sondern es geht nur Schritt für Schritt immer mit den einzelnen Partnern reden, nicht nur multilateral, sondern vor allen Dingen bilateral, ihnen Respekt zu zeigen, ihren Interessen auch ein Stück weit entgegenzukommen und so Stück für Stück im Grunde genommen voranzukommen und Allianzen, neue Bündnisse zu schaffen oder alte Bündnisse auszudehnen, um klarzumachen, es ist nicht mehr die Welt wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir einfach entscheiden, was passiert, sondern wir müssen gemeinsam entscheiden, was passieren soll. Darf ich noch eine Fußnote zu Saudi-Arabien? Ja, selbstverständlich. Saudi-Arabien ist ja auch extrem wichtig für den Versuch, Frieden in der Ukraine zu finden. Es gab 30 Länder, die sich in Kopenhagen getroffen hatten, um über Frieden zu reden. Der zweite Gipfel waren dann schon 40 Länder, der war in Saudi-Arabien, in Jeddah. Und da waren die Chinesen dabei, ja. Zum ersten Mal. Und das hätte Deutschland nie geschafft, die Chinesen dahin zu holen. Das hätten die Amis nie geschafft, die Chinesen dahin zu holen. Das haben die Saudis geschafft. Und dafür musst du eben auch so eine blutige Hand schütteln, wie von MBS, diesem Mohammed bin Salman, diesem Kronprinzen. Und das hat Scholz auch getan, der war ja da. Ja. Vielleicht nochmal so eine Speed-Antwort-Nummer-Geschichte, auch aufgrund auf der Zeit. Die vielleicht schwierig ist, ist diese Erklärung zur Ukraine, ist das ein Erfolg oder ist das kein Erfolg? Weil wenn man die Ukrainer anhört, sind die tief verletzt. Die sagen, unsere Interessen sind hier zum Markte getragen worden. Man sieht uns nicht mehr. Ist das falsch oder nicht falsch? Fange ich mit dir an. Es ist ein Rückschritt. In Bali hatte sich die Weltgemeinschaft noch, also die 20 Staaten, noch darauf geeinigt, Russland scharf zu verurteilen. 18. Minus Russland. Aber der Russland hat auch unterschrieben in Bali, aber man schrieb eben most countries, ja. Und diesmal haben es alle unterschrieben, also auch Russland. Also Russland hat auch dieses Bekenntnis zur territorialen Integrität mit unterschrieben, was aus russischer Sicht auch möglich ist, weil ja für die Krim und so weiter Territorium Russlands ist. Also es ist kein Erfolg, es ist ein Rückschritt, würde ich sagen, aber es ist besser als die Alternative und das wäre Scheitern. Moody, aus seiner Sicht ist das ein Erfolg, weil er diesen etwas schwächeren Kompromiss hingekriegt hat. Genau, weil er einen Kompromiss hat und das so formulieren konnte, dass es keinem so unwahrscheinlich wehtun muss. Ihm war wichtig, dass die Unterschriften drunter kommen und er hat die Sache so entschärft, dass das geht. Für mich zeigt das aber auch nochmal, und darüber dürfen wir uns nicht täuschen lassen, die Ukraine ist für Länder wie Indien und andere hier nicht das große Thema. Wir sagen immer, das überschattet den ganzen Gipfel, in gewisser Weise tut es das vielleicht. Aber das ist unsere Perspektive. Diese Länder haben andere Themen und das war denen wichtig, die zu platzieren. Und das haben, glaube ich, die Ukraine auch gespürt. Da kommt die Verletzung. Es gibt nicht mal die Videobotschaft. Das hat, wenn ich es richtig gelesen habe, Modi abgelehnt. Und richtig. Das zeigt natürlich, dass die gar keine Bühne mehr haben zu bespielen. Und trotzdem sind die Amerikaner stolz auf diesen Kompromiss. Ja, zu Recht oder ist es auch da ein bisschen Augenwischerei? Also jeder, der erwartet hat, dass der globale Süden im Grunde genommen zustimmt einer noch viel härteren Verurteilung oder so, ist einfach naiv, weil schlicht und ergreifend die anderen Interessen haben. Was passiert aber jetzt? Sie haben alle unterschrieben, territoriale Integrität, Souveränität. Das mag ein Allgemeinplätzchen sein, weil es halt in der Charta der Vereinten Nationen steht.
Aber da kann man sie alle beim Portepee packen, wenn es wieder zu entscheidenden Verhandlungen oder auch Abstimmungen kommt, vielleicht sogar Friedensverhandlungen irgendwann. Auch die Großen wie Indien, Brasilien und andere am Portepee fassen und sagen, hey, meinen wir das ernst oder meinen wir das nicht ernst? Sorry. Die UN-Charta, die gibt es, glaube ich, seit nach dem Zweiten Weltkrieg, 45, da steht das drinnen, oder 48, da steht das drin. Und ich habe mal ausrechnen lassen, seitdem haben wir, vorsichtig geschätzt, mehr als 200 Kriege gehabt. Absolut. Also insofern, das interessiert wirklich niemanden. Das unterschreibt man, und wenn es einen stört, hat selbst die Amerikaner nicht interessiert. Also ich verstehe nicht ganz die Euphorie. Ja? Weil wenn wir im Grunde genommen diese Dinge aufgeben am Ende, genau diese Punkte, dann haben wir die Weltordnung von nach dem Zweiten Weltkrieg erledigt. Und dann sieht die neue Weltordnung so aus, wie China sich das vorstellt, dass sich jeder nehmen kann, was er will. Jetzt kann man sagen, die Amerikaner haben sich nicht dran gehalten. Ja, absolut. Die haben Kriege geführt in Afghanistan, in Irak und anderswo, haben sich nicht dran gehalten. Die Frage ist, gibt es genug Vertrauen, das langsam im Entstehen ist, dass die jetzt am Ruder sind, wir wissen nicht, wer die nächste Präsidentschaftswahl, dass die jetzt am Ruder sind, es vielleicht ernster meinen. Und übrigens auch die Europäer. Meinen die Europäer es ernster mit all diesen Dingen, als sie es in der Vergangenheit getan haben? Ich will noch zu einem anderen wichtigen Thema kommen, wo man ja auch schon ganz viel unterschrieben hat, Klima und Klimaschutz. Man hat das Gefühl, wenn man Indien und China sagen, was ihr da schreibt, Europäer, eure Standards, das könnt ihr ja gerne machen. Wir haben unser eigenes Tempo und dazu gehört Kohle, Kohle, Kohle. Also wie ist dieser Gipfel hinsichtlich der Klimafrage zu bewerten? Fange ich mit dir an, Norbert. Norman, oh Gott. Uwe, ich danke dir. ist katastrophal, würde ich fast sagen. Ja. Das ist wirklich katastrophal, dass man sich da so wenig bewegt. Mhm. Aber die Bremser sind zu stark. Und einer der zentralen Bremser, das hast du gesagt, ist der Gastgeber. Und der hat so einen Einfluss auf die Verhandlungen gehabt, die, wie wir hören, so intensiv wie noch nie waren. Die seit dem letzten Gipfel auf Bali sozusagen mit Volldampf losgegangen sind, das ganze Jahr über durchverhandelt wurden. Und immer wieder ging es natürlich auch um diese zentralen Fragen und immer wieder hat Indien aber auch klargemacht, es gibt einen Punkt über die Kohle, da kommen wir nicht zusammen. Und das ist schon tragisch für die große Klimaproblematik. Also das ist sehr untergegangen, würde ich sagen. Wie ist das für Scholz? Der muss das ja zu Hause verkaufen. Das ist ja schwierig, weil er sowieso eine Klimadiskussion hat, wenn er sagen muss, also wir machen weiter und die anderen, die ja viel wichtiger fast noch sind beim Klimaschutz, sagen wir aber nicht. Naja, wir haben es ja gehört jetzt in seinen Statements, er sucht sich aus der Gipfelerklärung die Punkte raus, die tatsächlich irgendwie positiv klingen und wo tatsächlich auch was festgeschrieben wurde. Aber Fakt ist ja, dass die zwei bevölkerungsreichsten Länder dieser Erde im Prinzip nicht mehr bereit sind, richtig mitzuziehen. Und das ist eine richtig schlechte Nachricht hier aus Neu-Delhi. Aber nochmal, nicht neu. So war es in den letzten jetzt Jahren. Jetzt kommt hier die Abteilung Optimismus. Ja, jetzt kommt die Abteilung Optimismus. Und ich habe euch was mitgebracht dafür. Ich habe mir aufgeschrieben, weil das wichtig ist. 2019 haben die damals beim G20-Gipfel beschlossen, die Unterzeichner der Paris-Vereinbarung, die in Buenos Aires deren Unumkehrbarkeit bestätigt haben und zu ihrer Umsetzung entschlossen sind, bestätigen noch einmal ihre Zusage der vollständigen Umsetzung, wobei sie die gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten berücksichtigen im Lichte unterschiedlicher nationaler Umstände. Dieser Schwurbelsatz, über 40 Worte, gilt heute genauso, nämlich dass alles, was in der Frage sich bewegen kann, eigentlich immer auch mit den nationalen Umständen verknüpft ist. Und jetzt muss man mal in die Abschlusserklärung von gestern gucken. Und da steht im Grunde genommen an einigen Stellen drin, dass die Strukturen geschaffen werden, um den Ländern, die nationale Umstände haben, die es ihnen nicht ermöglichen, auf erneuerbare Energien so einfach umzusteigen, das künftig zu ermöglichen, durch riesige Infrastrukturprojekte, durch Unterstützung von Wind- und Sonnenenergie in Afrika und anderswo. Will sagen, wer erwartet, dass hier beschlossen wird, wir senken das alles da und da, der hat am Ende nur irgendeine Absichtserklärung. Wer aber erwartet, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sie diese Ziele von Paris, da stehen sie ja drin, erreichen, der kommt wirklich ein ganzes Stück voran. Und da würde ich mal sagen, ist die Abschlusserklärung von gestern so schlecht nicht. Ich brauche noch mal letzte Frage von euch, auch Thema Optimismus. Wir sind vier ältere Herren, aber wenn ich mir angucke, wer da auf der Bühne steht und über das Schicksal der Menschheit berät und auch über die Zukunft der Menschheit, obwohl er selber gar nicht mehr so viel Zukunft vor sich hat, da bist du ja mit 70 fast noch ein Jungspund und der Scholz ist ein Teenager. Wie kommt es, dass diese Welt
von alten Männern immer noch regiert wird. Ja, das weiß ich nicht. Also ich wüsste es gern. Aber es ist wirklich dramatisch, dass ein Volk wie die USA, ja, mit so vielen Talenten, mit so vielen Millionen Einwohnern, vor dieser entscheidenden Wahl, wo es darum geht, Trump oder Biden, und das, da geht es ja noch um viel mehr, keinen anderen Kandidaten aufbieten kann als diesen Mann, wo man immer mitleidet, wenn er die Gangway runtergeht oder wenn er auf den roten Teppich kommt, dass er bloß nicht stolpert oder irgendwas. Gleich, Emma. Ist das politische System in Indien auf Seniorität ausgerichtet, bis man hochkommt? Ja, ein Stück weit schon, glaube ich. Die haben auch unheimlich viele junge, aufstrebende Talente. Und auch die setzen sich nicht durch an den entscheidenden Stellen. Es braucht eine Weile. Und Modi hat auch diesen Status erreicht. Er ist auch dieser etwas, der sich als Übervater inszeniert, auch so ein bisschen. Und die Leute schauen schon zu ihm auf. Letztes Abteilung Optimismus. Über 80 noch und mal. Trotzdem fit für ist alles. Das ist schrecklich. Und man würde sich wünschen als Deutscher, ach, könnte der nicht als Vermächtnis das jetzt an einen Jüngeren oder eine Jüngere noch besser abgeben und sich zurückziehen. Aber das ist naiv. Warum? Weil schlicht und ergreifend in einem Land, das so polarisiert ist, die Leute am Ende jemanden brauchen, hinter dem sie sich versammeln, der die Auctoritas im altrömischen Stil im Grunde mitbringt. Das heißt, einer, der gezeigt hat durch Handeln, dass man Dinge von ihm erwarten kann, der auch bereit ist, Kompromisse zu schließen. Jetzt kann man lange darüber streiten, ob Biden das gut oder schlecht macht, ist jetzt völlig Wurst. Aber es ist niemand da, der im Grunde genommen diese Auctoritas mitbringt. Und das macht es so schwer. Ich glaube aber, wir reden für die nächste Wahl in 4 Jahren über den großen Generationswechsel. Ich glaube übrigens auch in Europa und auch in anderen Ländern dieser Welt. Ja, Thema Generationswechsel. Mal sehen, was mit uns passiert. Das jedenfalls war das Gipfelgespräch, das wir geführt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ja, wir freuen uns auf Ihre Kommentare und bleiben Sie gesund und fit. Danke.